Ich heiße Bettina Münch, bin literarische Übersetzerin und habe das berühmte kanadische Kinder- und Jugendbuch Anne of Green Gables neu übersetzt. Was bedeutet Übersetzen für dich? Übersetzen bedeutet für mich, bei jedem Buch neu in die Sprache, in die Geschichte und in das einzutauchen, was zwischen den Zeilen steht, mich damit vertraut zu machen und nach einer deutschen Entsprechung dafür zu suchen. Diese Arbeit wird mir nie langweilig. Warum sollte jemand in Deutschland dieses Buch unbedingt lesen? Weil die kluge, fantasievolle und quirlige Anne in Kanada das ist, was bei uns in Europa Pippi Langstrumpf ist. Das ist kein Zufall, denn die rothaarige Anne ist das literarische Vorbild für Pippi Langstrumpf. Anne of Green Gables war das Lieblingsbuch von Astrid Lindgren. Was war besonders fesselnd für dich beim Übersetzen dieses Buches? Besonders fasziniert hat mich, wie sehr mich nicht nur Anne, sondern viele Figuren aus diesem Buch, allen voran Marilla und Matthew Cuthbert, gepackt haben. Ich habe selten so viel gelacht, aber auch geweint beim Übersetzen. Und ich muss sagen, wenn ein Buch das bei seinen Leserinnen und Lesern schafft, dann ist das eine ganz besondere Qualität. Kannst du das Buch kurz zusammenfassen? Anne ist ein 11-jähriges Waisenmädchen, das durch ein Missverständnis bei dem schon etwas älteren Geschwisterpaar Matthew und Marilla Cuthbert auf der kanadischen Insel Prince Edward Island landet. Die beiden wollten eigentlich einen Jungen, der sollte ihnen bei der Farmarbeit helfen, aber dann beschließen sie, Anne doch zu behalten und das verändert das Leben der drei für immer. Und jetzt noch ein kleiner Leckerbissen aus dem Buch. Marilla und Mrs. Lind sind auf einer politischen Veranstaltung. Anne und Matthew sind alleine zu Hause. Was Marilla und Mrs. Lind wohl gerade erleben? Mrs. Lind sagt, wenn die Regierung in Ottawa so weitermacht, geht Kanada noch vor die Hunde und dass die Wähler gewarnt sein sollten. Sie meint, wenn die Frauen wählen dürften, würden sich die Dinge bald zum Besseren wenden. Wen wählst du denn, Matthew? Die Konservativen, erwiderte Matthew wie aus der Pistole geschossen. Die Konservativen zu wählen, war Bestandteil seines Glaubens. Dann bin ich auch eine Konservative, erklärte Anne entschieden. Ich bin froh darüber, denn Gil, ein paar Jungen aus der Schule halten zu den Liberalen. Ich schätze, Mr. Phillips ist auch ein Liberaler, weil Prissy Andrews Vater einer ist. Und Ruby Gillis sagt, wenn ein Mann einer Frau den Hof macht, muss er mit ihrer Mutter über Religion und mit ihrem Vater über Politik einer Meinung sein. Stimmt das, Matthew? Keine Ahnung, sagte Matthew. Hast du mal einer Frau den Hof gemacht, Matthew? Nein, nicht, dass ich wüsste, sagte Matthew, dem das in seinem ganzen Leben noch nicht eingefallen war. Den Kopf in die Handfläche gestützt, dachte Anne nach. Es muss ziemlich interessant sein, meinst du nicht, Matthew? Ruby Gillis sagt, wenn sie groß ist, will sie an jedem Finger einen Verehrer haben und allen den Kopf verdrehen. Mir wäre das zu anstrengend. Ich will lieber nur einen mit genug Grips. Aber Ruby Gillis kennt sich mit solchen Sachen aus, weil sie so viele große Schwestern hat. Und Mrs. Lind meint, die Gillis-Mädchen gingen weg wie warme Semmeln. Und jetzt viel Spaß beim Selberlesen.